Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben und die dazu passenden Pronomen an. Zuerst die Verben: bringen, zuhören, leihen, schicken, sagen, mitteilen und leisten. Hier kann man entweder den Akkusativ, den Dativ oder beides einsetzen. Fangen wir an. Ich bringe es dir. Es Akkusativ, dir Dativ. Bringen mit Akkusativ und Dativ. Ich höre Ihnen zu. Zuhören plus Dativ. Er leiht ihn ihr. Leihen plus Akkusativ und Dativ. Wir schicken es ihm. Es Akkusativ, ihm Dativ. Schicken mit Akkusativ und Dativ. Außerdem könnte man hier sagen, schicken zu oder schicken an. Ich sage es ihm. Es Akkusativ, ihm Dativ. Sagen plus Akkusativ und Dativ. Wir teilen es ihm mit. Mitteilen mit Akkusativ und Dativ. Es Akkusativ und ihm Dativ. Ich leiste es mir. Das ist ein reflexives Verb. Sich leisten. Ich leiste es mir. Es Akkusativ, mir Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich bringe es dir. Ich höre ihnen zu. Er leiht ihn ihr. Wir schicken es ihm. Ich sage es ihm. Wir teilen es ihm mit. Ich leiste es mir. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Verb mit Präposition. Sie streiken für es. Und gegen sie. Was erzählt sie darüber? Sie kümmert sich um ihn. Er wundert sich darüber. Sie war mit ihm einverstanden. Aus Langeweile rief er bei ihr an. Sie spricht mit ihr über sie.
Er hatte ein Gespräch mit ihr. Sie hatte mit ihm ein Gespräch. Er wartete auf sie. Sie freute sich über sie. Er freute sich auf sie. Sie ärgerte sich über ihn. Aus Ärger über ihn aß sie Kekse. Er hatte Zweifel an ihm. Sie zweifelte an ihm. Worum geht es hier? Wovon handelt er? Sie fragte ihn nach ihr. Sie fürchtet sich vor ihm. Aus Furcht vor ihm ging sie. Sie hatte Angst vor ihm. Sie entschied sich dafür. Sie dachte über sie nach. Er dachte an sie. Sie verlor keinen Gedanken an ihn. Sie erkannte ihn an ihr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben mit Dativ und Akkusativ an. Zuerst unten einige Pronomen. Ich, mich, mir. Ich ist Nominativ, mich ist Akkusativ und mir ist Dativ. Du, dich, dir, er, ihn, ihm und so weiter. Jetzt die Sätze. Das gefällt, Punkt, Punkt, Punkt. Das mag, Punkt, 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 gerne. Es schmeckt, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, Punkt, 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 gut. Punkt, 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 ist heiß. Punkt, 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 friert es. Punkt, 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 ist kalt. Punkt, 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 fühle die Kälte. Spürst, Punkt, 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 auch. Setzen wir ein. Das gefällt mir, Dativ, gefallen plus Dativ. Das mag ich gerne, ich, Nominativ. Es schmeckt ihm, schmecken plus Dativ. Das ist gut. Ihr ist heiß. Heiß sein plus Dativ. Ihn friert es. Frieren plus Akkusativ. Mir ist kalt. Kalt sein plus Dativ. Ich fühle die Kälte. Ich ist hier Subjekt, also Nominativ. Spürst du sie auch?
Du Nominativ, sie Akkusativ. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Das gefällt mir. Das mag ich gerne. Es schmeckt ihm. Das ist gut. Ihr ist heiß. Ihn friert es. Mir ist kalt. Ich fühle die Kälte. Spürst du sie auch? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Verb mit Präposition. Er spricht mit ihr über sie. Hier muss man halt immer sehen, wer über wen spricht. Er hatte ein Gespräch mit ihr. Sie hatte mit ihm ein Gespräch. Er wartete auf sie. Sie freut sich über die Gegenwart. Er freut sich auf die Zukunft. Sie ärgert sich über ihn. Aus Ärger über ihn aß sie Kekse. Er hatte Zweifel an seinem Plan. Sie zweifelte daran. Worum geht es hier? Wovon handelt der Roman? Sie fragt ihn nach ihr. Sie fürchtet sich vor ihm. Aus Furcht vor ihm ging sie. Sie hatte Angst
vor ihm. Sie entschied sich dafür oder dagegen. Sie dachte darüber nach. Er dachte an sie. Sie verlor keinen Gedanken an ihn. Sie erkannte ihn an der Stimme. Sie streiken für mehr Geld und gegen die Lohnkürzung. Was erzählt sie darüber? Sie kümmert sich um ihn. Er wunderte sich darüber. Sie war damit einverstanden. Aus Langeweile rief er bei ihr an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns Verben an, die den Akkusativ, den Dativ oder beides verwenden. Unten zur Erinnerung einige Verben, die sowohl Akkusativ als auch Dativ verwenden. Sagen, erzählen, erklären, mitteilen, geben, bringen, schicken und senden. Und jetzt einige Sätze. Sie erzählt, sie bringt, sie nimmt, sie erklärt, alles, sie verbringt Zeit mit, setzen wir ein. Sie erzählt es mir, es Akkusativ, mir Dativ. Sie bringt ihn dir her, ihn Akkusativ, dir Dativ. Sie nimmt ihn mir weg. Ihn Akkusativ, mir Dativ. Sie erklärt ihm alles, ihm Dativ. Sie verbringt Zeit mit ihm Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Sie erzählt es mir, sie bringt ihn dir her, sie nimmt ihn mir weg. Sie erklärt ihm alles und sie verbringt Zeit mit ihm. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns Verben an, die den Akkusativ, den Dativ oder beides verwenden. Unten zur Erinnerung einige Verben, die sowohl Akkusativ als auch Dativ verwenden. Sagen, erzählen, erklären, mitteilen, geben, bringen, schicken und senden. Hier sehen wir uns jetzt einige Verben an, die ganz ähnlich sind. Zuerst die Sätze. Sie droht, damit. Sie dient, dazu. Sie bedroht, damit. Sie bedient, nicht. Und sie verspricht, Setzen wir ein. Sie droht ihm damit. Drohen plus Dativ. Sie dient ihm dazu. Dienen plus Dativ. Sie bedroht ihn damit. Bedrohen plus Akkusativ. Vergleichen wir nochmal drohen plus Dativ und bedrohen mit Akkusativ. Sie bedient ihn nicht. Bedienen plus Akkusativ. Vergleichen wir auch hier dienen mit Dativ und bedienen mit Akkusativ. Und am Ende, sie verspricht es ihm. Versprechen plus Akkusativ und Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Sie droht ihm damit. Sie dient ihm dazu. Sie bedroht ihn damit. Sie bedient ihn nicht. Und sie verspricht es ihm. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben und die dazu passenden Pronomen an. Zuerst die Verben. Bringen, zuhören, leihen, schicken, sagen, mitteilen und leisten. Hier kann man entweder den Akkusativ, den Dativ oder beides einsetzen. Fangen wir an. Ich bringe es dir. Es Akkusativ, dir Dativ. Bringen mit Akkusativ und Dativ. Ich höre ihnen zu. Zuhören plus Dativ. Er leiht ihn ihr. Leihen plus Akkusativ und Dativ. Wir schicken es ihm. Es Akkusativ, ihm Dativ. Schicken mit Akkusativ und Dativ. Außerdem könnte man hier sagen, schicken zu oder schicken an. Ich sage es ihm. Es Akkusativ,
Im Dativ. Sagen plus Akkusativ und Dativ. Wir teilen es ihm mit. Mitteilen mit Akkusativ und Dativ. Es Akkusativ und ihm Dativ. Ich leiste es mir. Das ist ein reflexives Verb. Sich leisten. Ich leiste es mir. Es Akkusativ, mir Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich bringe es dir. Ich höre ihnen zu. Er leiht ihn ihr. Wir schicken es ihm. Ich sage es ihm. Wir teilen es ihm mit. Ich leiste es mir. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.